Natus Winzerer und Gambit Esports. Mit dabei ist wieder der gute Desray. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, du hast schon angesprochen, CIS Battle steht heute an. Das erste Halbfinale und die Spieler marschieren stolzen Schrittes in die Arena in Marseille ein. Ja, und wir sind ready. Ja, wir haben heute natürlich wieder ein straffes Programm für euch. Es gibt nicht nur ein Finale. Guck mal, da gibt es noch ein Selfie für Instagram. Oh, ja. Ihr könnt uns gerne... Ah, nee, doch nicht. Handy abgenommen. Ihr könnt uns gerne auch auf Instagram folgen, der Desray und Official Jitco. Ist ganz neu, ist voll modern jetzt. Voll geil. Und Hashtag 99 Dreamhack immer. Ja, genau. Das ist auch nie vergessen, das gute Hashtag 99 Dreamhack. Schickt eure Bilder ein, wie ihr das Ganze genießt. Guck mal, die Frauen sind bereit. Oh, mit ja. Navi. Und ja, wir haben heute ein volles Programm für euch. Und zwar... Nicht so voll wie gestern. Wir werden heute ein bisschen entlastet. Ja, drei weniger. Drei BO3s, die beiden Halbfinalpartien. Und dann gibt es eine Stunde Pause. Ja. Und danach geht es ins große Finale um 100.000 US-Dollar für den Erstplatzierten. Ja, ich bin gespannt. So, da wird nochmal ein bisschen mit der Kamera gespielt. Sehr gut. Der neue Forest. Boah, ja. Oh, mit Küsschen am Ende. Ja, Desiree, was würdest du sagen? Wer gewinnt dieses Matchup heute? Ah, also Predictions halte ich mich langsam ein bisschen zurück. Ja, wir haben ein Team, was gefühlt abhängig ist von ein paar Spielern mit Navi. Ich denke, zu simpel muss man nicht viel sagen. Im letzten Spiel übers BO3 zusammengefasst gegen Mausports hatte der wieder fast eine Zweierquote. Ja. Also das ist wirklich einmalig. Eher immer der entscheidende Faktor, das kann man nur immer wieder wiederholen. Mhm. Ja, also das wird, wenn Simple wieder so weitermacht, nochmal einen drauflegt, sorry Gambit, aber dann wird es richtig, richtig schwer. Auf der anderen Seite haben Agent und Mu auch so gut performt, dass sie vielleicht zusammen auch einen Simple ergeben. Mhm. Ach, also ich denke, vielleicht overall kann Navi das machen. Aber ja, ich denke, Navi sollte das auf jeden Fall machen. Simple hat... By the way, bei diesem Turnier eine Quote von 1,54 im HLTV-Ranking. Das ist natürlich schon eine ordentliche Sache. Aber da sieht man nochmal, das Mausport-Spiel sogar nochmal ein bisschen krasser rausgestochen. Das stimmt. So, wir hätten vielleicht... Okay. Machen wir gleich. Wir hätten vielleicht mal das Licht an der Decke machen. Ja, jetzt sind wir halt ein bisschen dunkler. Da habe ich einmal ein weißes Hemd an, dann wirkt es doch grau. Ja, scheiße, ne? Ja, scheiße. Ja, guck mal, wir verstecken uns noch so ein bisschen vor der Sonne draußen. Ja. Deshalb haben wir uns komplett eingebunkert, ne? Ist ja wieder schönes Wetter und ich freue mich drauf. Wird auf jeden Fall eine nette Partie heute. Und wiederum haben wir später ja noch das skandinavische Duell. Richtig. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Schweden gegen Dänemark. Ja, genau. Astralis gegen... Der Putzmann kam gerade rein, hat das Licht super angemacht. Super. Putzmann Hetschinski ist auch da. Der Praktikant. Sehr gut. Hat er gut gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz auf die Homepage und zwar auf 99damage.de. Dann gucken wir uns erstmal an, was überhaupt passiert ist die Woche. Überspringen einfach mal die Gruppenphase. Die könnt ihr euch gerne selber anschauen. Wir gehen erstmal auf das Viertelfinale gestern ein. Navi hat 2-0 gegen Mausports gewonnen. Cloud9 hat gegen Gambit 2-0 gewonnen. Astralis gegen den FaZe Clan mit 2-0. Und das einzige volle BO3 war Ninjas in Pyjamas gegen das Team Fnatic. So, und da stellen sich auch natürlich die Halbfinalpartien dann zusammen, weil nur einer kommt weiter von den Teams. Und Navi spielt gegen Gambit, wie wir gerade eben schon gesehen haben. Und wie erwähnt, Astralis gegen Fnatic. Und um 18 Uhr dann das Finale. Alles heute im BO3. Und wir warten jetzt noch auf das Map-Veto, das gerade reingekommen ist. Mensch, super. So, wir werden das mal, ich mache jetzt Trick... Ah, scheiße, ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst. Ich wollte eigentlich Trick 14 machen und das Bild stoppen, aber ich war zu langsam. Ja, aber was wir direkt gesehen haben, ist, dass Gambit Inferno rausgehauen hat. Und ich glaube, das ist genau das Richtige gegen Navi. Navi hat jetzt schon dreimal allein auf diesem Event Inferno gespielt und nicht einmal verloren. Renegade 16-4, Fnatic 16-7 und Mausports in der Overtime noch besiegt auf Inferno. Mhm. Gut, dass Gambit da sofort den ersten Bann reinhaut, weil sonst kriegt Navi natürlich wieder Inferno. So, ganz kurz nochmal das Map-Bild für euch. Navi hat Cash rausgenommen. Welche Überraschung. Gambit hat Inferno rausgenommen, wie von dir erwähnt. Ja. Das ist halt die stärkste Map von Navi. Dann würde ich auch sagen, Gambit pickt die raus. Navi hat Nuke gepickt. Sehr interessant. Das ist dem Event auch noch nicht gespielt von Navi. Mhm. Also einfach ein Überraschungspick. Gambit pickt Train, ihre zweitstärkste Map. Dann removed Navi Cobblestone. Dafür bleibt für Gambit dann Mirage raus. Oder botet man Mirage raus.
Das ist eine Überraschung. Ich hätte lieber gesagt, dass Navi halt statt Nuke ein Mirage spielt. Aber da haben wohl beide Teams heute keine Lust drauf. Und Overpass ist eigentlich der perfekte Decider für beide Teams, sich am Ende, wenn es über die Volldistanz geht, sich zu beweisen. Also beide Teams wirklich sehr, sehr gut auf der Map. Und ich freue mich drauf. Also ich bin gespannt, was uns auf Nuke erwartet. Ich finde sogar Navi auf Overpass vielleicht nochmal so eine kleine Schippe drüber. Mhm. Man hat gegen Fnatic zwar nur 16-14 gewonnen auf Overpass, aber man hat am Ende auch sehr gechoked. Man hat es einfach nicht dicht gemacht. Und das heißt, man hätte deutlich, deutlicher gewinnen können dann auch gegen Fnatic. Wo willst du deinen Coin setzen? Ja, ich habe ja schon langsam andeuten lassen, dass es für mich in Richtung Navi geht. Und der Map-Vote hat es für mich bestätigt. Ich denke, aktuell Navi in einer besseren Verfassung. Simple in einer krassen Verfassung. Mhm. Electronic zieht mit bei den Maps. Navi. Ja, und ihr könnt euren Coin aufsetzen und dann Tippkönig auf 99 Damage werden und die Cloves Diamondback gewinnen. Wunderschöne Schlangenhandschuhe, die ihr dann euer eigenen dürft für euer CSGO-Inventar. Jeden Monat gibt es natürlich was Schönes zu gewinnen. Letzte Woche gab es ein Knife, dann gab es jetzt ein Handschuhe. Also, ihr seid immer vollstens versorgt. Ihr könnt euer Inventory hier vollständig ausstatten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auf den Cleanfeed, weil da gibt es auch wunderschöne Bilder. Nochmal auf Simple zurückzukommen. Das ist natürlich sehr interessant. Er hat ein Rating von 1,54 auf HLTV. Und der drittbeste Spieler bei diesem Turnier ist Electronic mit 1,38. Also das sind schon richtig krasse Ergebnisse. Also die beiden geben ordentlich Gas. Ich frage mich, wo Flamey ist, weil Flamey auch gefühlt auf dem Level von Electronic gespielt hat. Halt wirklich eine super gefährliche Kombination. Aber Flamey ist irgendwie so der Platz 3, finde ich. Du hast ja gerade schon Electronic ganz oben, sogar auf Platz 3 bei dem Turnier, hatte ich gar nicht erwartet. Simple, ja, keine Frage. Ich finde aber, was man dann auch nach unten hin sehen muss, ist, dass Zeus und Edward nicht gut performen. Allein beim Mausspiel, was ja so eine krasse Leistung eigentlich war. Gut, Maus hat ein bisschen nicht so die Leistung abrufen können. Simple spielt total krass, Zeus auf einer 0,7er und Edward auch auf einer 0,7er-Quote. Ja. Also zwei Spieler, die auch richtig abfallen. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, dass du drei Leistungsträger im Team hast und die dann performen und dass du zwei Leute hast, die im Hintergrund arbeiten. Klar, irgendwo ist es dann eine gemeinsame Performance, aber ich denke, bei Navi teilt man sich das ganz gut auf, dass man weiß, okay, Edward übernimmt eher die Supporterrolle, das gleiche gilt für Zeus und dann hat man halt einen Flamey zum Beispiel auf der CT-Seite an der zweiten AWP, der auch gut nach vorne gehen kann mit der Rifle, zum Beispiel auf der T-Seite und dann halt noch Electronic und Simple, ne? Und schon hast du drei Madfragger, die dein Team absolut in die nächste Stufe schießen und wiederum kommt dann hinzu, dass du halt schlaue Supporter im Hintergrund hast und das ist vielleicht genau das Erfolgsrezept, was ein Navi braucht. Ja, weil irgendwo müssen die Frags ja auch nicht mal mehr in die Supporter-Rolle jetzt für mich reingepasst. Aber dem Turnier auch nie, dass du gesagt hast, Mensch, diese Flash von ihm hat gerade irgendwas entschieden. Mhm. Edward schon eher? Ja. Zeus, vielleicht im Hintergrund natürlich die Strippen von ihm gezogen. Aber als Einzelleistung finde ich ihn aktuell sehr, sehr schwach. Ich habe auch gerade nochmal ganz kurz die Sets aufgemacht. Ja, du siehst bei Mousepods auch Simple, Flamey, Electronic. Wie du sagtest, das sind die drei Leistungsträger. Ja. Die drei müssen Navi nach vorne schießen. Edward muss die guten Flashes werfen. Ja. Und Zeus muss da Strippenkabinett spielen. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt, ob es für Gambit heute reicht. Auf jeden Fall Gambit wieder ein Überraschungsteam und das ist ja auch so eine Story, ne? Das alte Teammate, ne, der ja so halbwegs rausgemobbt wurde aus dem Lineup, darf jetzt hier gegen Navi spielen, der gute Seast. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie er sich heute hier präsentieren wird. Natürlich immer auch eine andere Herangehensweise, wenn man weiß, man spielt gegen Ex-Team, da ist immer noch mal ein bisschen Feuer in der Partie drin, ja, ne? Ja. Und will es natürlich dann dem Team zeigen. Doja spielt für mich bisher ein sehr, sehr gutes Turnier. Muss man wirklich mal sagen, Doja in vielen Fällen einfach nur absolut auf Next Level mit IQ 250. Ja, mir fällt sofort der Molotow von gestern ein, beim B-Haus, wer da gestern zugeguckt hat. Mhm. So eine Ruhe zu haben und das zu spielen. Und Doja ist nicht der ganz oben im Scoreboard auftaucht. Nee. Das ist der auf dem Spot die Zeit rausholt. Mhm. Der so einen Molotow hält. Ich weiß nicht, wie viele es dann zugeguckt haben. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Der hat einfach eine unglaubliche Ruhe, eine unglaubliche Spielintelligenz. Und ja, Adrian, Moe und Hobbit sind halt die die Simples, Electronics und wer war der dritte? Flameys von Gambit. Die drei schießen da um. Und ja,
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, für Navi geht es halt natürlich darum, das erste Mal mit Simple vielleicht mal so ein Vokal richtig in die Höhe zu halten. Simple hätte es verdient. Ja, Simple hätte es auf jeden Fall verdient. Der hätte sich, ja. Ja. Aber man der merkt... kann auch mit 4 Bauern antreten, der... Ja. Der holt trotzdem irgendwas. Also interessant ist halt, was, wie sich, ich finde mal sehr interessant, wie sich Navi über die Zeit entwickelt hat. Auch, dass sie sich die Zeit geben. Es hat ja ewig gedauert. Da musste man nochmal wechseln mit Electronic, was natürlich ein sehr, sehr guter Wechsel war. Yep. Und dann läuft das so langsam an. Also Navi, auch ein Team wie zum Beispiel in Astralis oder in Mousebots, was halt die Leistungskurve, wo die stetig nach oben geht. Yep, yep. Und da ist auch noch nicht die Luft raus. Also Navi entwickelt sich halt auch immer weiter. Und wiederum finde ich auch ganz gut, ich hatte es schon mal erwähnt, ein Zeus, der halt auch sagt, okay, wir gehen mal von diesem sehr klassischen Caller-Stil, welchen er vertritt, geht er mal weg. Ja. Und versucht halt eher auch Simple und ein Flamey und ein Electronic vielleicht sogar so ein bisschen die Freiheiten zu lassen, um ein bisschen was selber zu agieren. Ja. Ist auch für ihn ein ganz anderes Callen als bei Gambit. Genau. Auch komplette Umstellung für einen Zeus, dann da einen ganz anderen Stil anzulegen und den Simple zu callen. Das war ja was ganz anderes, als er mit den Spielern von Gambit da machen musste. Aber du merkst halt, ein Simple hat halt richtig Bock, in dem Lineup zu spielen. Und das scheint auch irgendwie ganz gut zu funktionieren, weil er kann super viele Positionen individuell einnehmen mit der AWP, auch mit der Rifle. Du hast einen Flamey dabei an der zweiten AWP, der sehr, sehr gefährlich ist. Das darf man nie unterschätzen. Ein Flamey an der AWP ist jetzt nicht der krasse Flicker, ne? Und der krasse Offensivspieler. Das ist eher so die klassische AWP. Der spielt halt zum Beispiel auf Mirage, der nimmt sich einen Winkel, zieht sich direkt wieder zurück. So wirklich sehr alte Schule, ja? Ja. Und das finde ich, find ich halt sehr interessant. Du hast halt zwei AWP-Stile, die halt doch dann irgendwie zusammenpassen. Und dann hast du halt noch die Bank mit Electronic, der zum Beispiel auf Inferno im Pit halt super viel Schaden macht, weil er halt sehr, sehr konstantes Aim hat. Und ich muss niesen. Sorry. Ja, du hast das hat recht. Das hat schon seit einer halben Minute. Ich habe schon gesehen, irgendwas kribbelt da beim Disco die ganze Zeit. Nee, Electronic, wenn du ihn mal ansprichst, das ist auch wirklich so ein Spieler. Schlecht reingekommen, immer besser geworden und mit der Navi-Kurve, Electronics-Kurve auch sanft, aber nach oben. Ja, Electronic war ja schon immer ein guter Spieler, nur er konnte wirklich sein Potenzial unter Flipside nicht wirklich nicht herausrufen. Aber man muss Flipside gut halten, dass ein Blade ihn halt super weiterentwickelt hat und er wahrscheinlich dadurch auch super in Navi reingekommen ist in das Lineup. Ja, also das jetzt darf kann man er sich vergessen. Nur noch besser entwickeln. Ja. Zeus als Caller ist im CIS-Bereich das Beste, was du bekommen kannst, denke ich. Und ein Simple, der kann dich auch sehr, sehr viel weiterbringen. Ja. So, erste Map ist Nuke und da sollte es jetzt auch gleich losgehen. Also der Pick von Navi. Nuke ist ja eine Map, die sie in den letzten Wochen nicht so oft gespielt haben. Eher so immer der Überraschungspick gewesen. Aber ich denke mal, man hat sich da auf jeden Fall auch ein bisschen vorbereitet, weil das Map-Weight oder lieber gesagt der Map-Pool bei Navi ist nicht mehr so, dass ich sagen würde, okay, man auf Teufel komm raus, schmeißt Cash raus und Nuke. Ja, das war immer so das Problem bei Navi, dass man immer diese Lücke hatte, dass der Gegner halt immer Konter picken konnte, besonders Cash. Und na gut, Navi hat, ist ja immer noch gedodged. Navi hat sich halt hingesetzt und hat gesagt, okay, wir können Nuke jetzt spielen. Das können wir gegen Teams spielen, wo das auch funktioniert. Wahrscheinlich nicht gegen Astralis, da würden sie dann lieber Cash spielen zum Beispiel wahrscheinlich. Aber sie haben auch gezeigt, dass sie ein bisschen Cash spielen können. Zumindest in der ESL Pro League. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mal gucken, was uns hier erwartet. Es geht los. Navi gegen Gambit. Erstes Halbfinale. Der DreamHack Master Massey. Das CIS-Battle, die CIS-Giganten treffen aufeinander, der Major-Gewinner gegen die Rekarnation mit Simple, Flamey und Electronic und natürlich auch Zeus. Ja, jetzt geht's rauf hier auf den Spot. Zeus von der Pommes mit wenig Schaden, siehst, kann da richtig gut reinlangen. Electronic an der Door jetzt ein bisschen gefangen, aber wenn Simple da so viel Schaden macht, dann sieht der Spot ganz schlecht aus. Ja, Simple, der macht einfach weiter. Flamey setzt den letzten Shot und damit ist die Pistol Round safe für Navi. Ja, und was Simple da am Anfang schon wieder für Schaden gemacht hat, um diesen Spot zu verteidigen. Ich hoffe mal, davon sehen wir gleich nochmal ein kleines Replay, weil wir leider nicht auf dem Spieler drauf gewesen sind. Ja, siehst, hat da ganz gut selber Schaden verteilt von der Pommes aus. Also es war schon okay. Ja, Pommes hat am Anfang gut abgefangen. Aber dann ist es halt auf Nuke halt dieses ganz
ganz böse, oh, Gesundheit, dieses ganz böse Spiel, wo du halt, als auf der T-Seite nicht mehr so viele Ecken halten musst, wenn du aus der Pommes rauskommst. Also es ist schon okay. Und da musst du auf der CT-Seite halt absolut Fokus bewahren und da hast du mit Simpel ja genau den richtigen Mann. Ja, definitiv. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor einem technischen Timeout, weil nach der ersten Runde ein taktisches halte ich dann jetzt doch für. Ja, ich habe Zeit. Ich habe noch Kaffee. Ich habe noch Kaffee. Ich habe noch ein Döschen hier. Also mal gucken. Aber es wird hier applaudiert, vielleicht einfach nur, weil die Kamera drauf zeigt oder weil es vielleicht gleich weitergeht. Ja, ich glaube eher, dass die Kamera drauf zeigt. Guck mal, die Menge tobt. Ja. Und kaum ist die Kamera weg, haben sie keinen Bock mehr. Ja, also interessant jetzt hier, dass wir nach der ersten Runde hier schon wieder Probleme haben. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt nicht wieder... Immerhin nimmt die Spieler nicht komplett raus. Es war nur die eine Runde, ja. Es war nur die eine Runde, ja. Ärgerlich, wenn es jetzt was gewesen wäre, was in der einen Runde jetzt schon so... also was die Pistol Round vielleicht beeinflusst hat. Ja. Wir können ja mal kurz auf das Hashtag gucken. Vielleicht kann wir irgendwas Krasses rein. Es geht weiter. Es geht weiter. Also schade, dann gucken wir nicht auf das Hashtag. Dann holen wir später nach. Aber ihr könnt gerne auf dem Hashtag weiter Bilder einschicken, Texte, whatever. Und hier sehen wir Sus mit der Pumpe. Wie gesagt, durch dieses sehr, durch das neue oder durch das Spray-Pattern jetzt kann man sagen, von der Autopumpe, ist sie natürlich viel beliebter geworden. Und besonders an der Tür eine absolute Variante gegenüber der M4, weil sie halt auf Closed Distance halt mega krass Schaden macht. Das geht über den Außenbereich. Ja, wir haben gestern auch schon viel drüber gesprochen, dass da die XM gerade auf Nuke einfach unglaublich viele Positionen hat, wo sie eingesetzt werden kann. Electronic hier über den Secret, der hat Support von Simple aus dem CT, da wurde schon ganz, ganz viel Schaden verurteilt. Electronic hält dann nochmal den Strahl rein, drei Eco-Spieler ausgeschaltet, jetzt muss Zeus, auch wenn es da hier nicht fällt, aber mit der XM reicht dann auch ein leckerer Schutt, ein leckerer Schutt, genau. Schut? Ein leckerer Schuss zum Abschluss. Like Schrut. Like Schraut. So, okay. Schon wieder Musik, das macht mir langsam Angst. Ja, das ist extra fürs Halbfinale, wo die Musik aufkommt. Nach jeder Runde. Din. Aber ein sehr schönes Kreuzfeuer, da sehen wir es eigentlich nochmal. Sehen wir das Replay. Also, ist das krass? Ja, okay, jetzt haben wir es. Sehr schön gesprayt von Electronic. Es ist halt so, das neue, die neue Variante, wie man den Außenbereich deckt, dass man halt einen eher defensiv hinten abstellt, zum Beispiel Richtung Heaven. Und es ist echt eine taktische Pause von Navi. Krass. Okay. Das ist echt, was man jetzt da bespricht, ich habe keine Ahnung, aber... Komplett unverständlich aber an der Stelle. No, vielleicht nicht, vielleicht hat Zeus irgendwas nicht gefallen, wer weiß. Und dann direkt lieber jetzt den Fokus haben, ne? Die erste Waffenrunde zu holen, ja, okay. Genau, und dann einfach die erste Waffenrunde holen, ne? Einfach nochmal Fokus und sagen, hier, Suka, we have to do it like this, Blia. So, es geht raus. So wird das genau besprochen worden sein. Oh, Zeus, da mit der XM und da weißt du, wie du diese Waffe einsetzen musst. Einfach auf die Pommes drauf und gib ihm. Ja, und dann Hobbit. Letzter Mann. Also diese Runde, schneller Halle-Go von Gambit, wie auch in der Pistol-Round. XM macht einfach viel Schaden. Simple sagt gute Nacht. Und die erste Waffenrunde geholt. Ja. Es geht halt schnell über die Tür raus. Du darfst halt nicht vergessen, dadurch, dass diese Tür ein Stück nach hinten gesetzt wurde, ist das halt nicht mehr so leicht. Ja. Kannst dich auch sehr gut auf die Tür stellen mit der Ecke. Genau. Und dieser Highground ist halt echt fies, weil du als CT halt schon einen extremen Vorteil hast. Besonders von diesen Boxen aus, wo du hochhüpfst auf die Pommes. Du siehst den Gegner als erstes als CT. Der T-Spieler sieht dich nicht. Ja, und das macht's halt extrem OP an der Tür. Und deshalb die Tür gleichzeitig in letzter auch noch auf Zeit. Heaven aufpassen, ja, genau. Auf Silo aufpassen. Ja, hinter Pommes kannst du auch. Es ist echt eklig. Ja, das ist ein Riesen. Man glaubt es kaum, aber das ist schon ein Riesen-Meta-Change, dass man die Tür zurückgesetzt hat. Ja, das sind diese Kleinigkeiten, die einfach dann nochmal eine Position eröffnen. Und etwas, was du abchecken musst. Und eine Vorteilsposition, wie du schon gesagt hast, für den CT, weil er ihn zuerst sieht und diesen geilen Engel von oben hat. Dafür hast du die Chance, halt besser aus der Pommes rauszukommen. Ich finde, Valve hat das exzellent gebalanced an der Tür. Und wiederum, wie gesagt, du hast halt nicht mehr den Vorteil, auf der T-Seite so schnell Richtung Wend einfach runter zu pushen, weil einfach die Entfernung, wo du offen stehst, halt viel weiter ist. Ist halt sehr, sehr interessant. Aber konzentrieren wir uns jetzt auf die nächste Runde, weil für Gambit gab es hier nichts zu holen. Das waren nur Pistolen. Jetzt geht's hier instant weiter. Navi farmt sich ordentlich Geld zusammen, besonders Zeus wieder an der Tür. Die Flashbang kommt rein und dann ist Doja halt absolut im Nachteil. Der kann nichts machen. Smoke kommt rein. Der hat noch 40 HP. Zeus blockt den Raum ab und
Adrian und Hobbit, die müssen sich jetzt was Neues überlegen. Wo soll es hingehen? Also man baut zumindest erstmal für A auf mit einem Molotow, versucht jetzt Zeus da runterzudrängen mit dem Molotow von Hobbit. So, da wird nochmal der Fixpunkt gesucht. Und dann ist man bereit. Mal gucken, ob es dann auch Richtung A geht. Ja, wollen wir mal sehen, wie das aussieht. Molotovs, wie du schon gesagt hast, Abfahrt und Zeus immer noch mit der Vorteilsposition. Und das kontert man super, den Molotov, den wir gerade gesehen hatten. Und ja, dann kann man Zeus umschießen, weil er geforst wird, von der Pommes runterzugehen. Vorteilssituation für ihn da beendet. Ja, und trotzdem verliert man ganz, ganz viel Manpower bei Gambit. Es ist Hobbit und es ist Seast und die haben jetzt hier die Position an der Door. Mhm. Electronic begrüßt sie. Edward hat auch noch eine gute Position, wenn da einer vorgeht. Electronic nimmt schon von hinten die Main in Angriff. Ja, dann brauchst du noch einen Lobby abstellen und dann kann sich Seast hier keine 2 Zentimeter mehr bewegen. Ja, besonders der Fake ging nicht auf, weil Simple halt unten im Vent war. Die haben extra ein Vent aufgeschossen und abgesmoked, um zu sagen, okay, wir gehen runter in den Vent. Ja, aber halt Simple steht halt unten und der Fake geht halt gar nicht auf. Die wissen ganz genau, der steht da an der Ecke. Also ist die nächste Runde für Navi. Sieht sehr, sehr gut aus. Also, uch, ist der da etwa ein wenig erkältet? Das sieht nicht, der junge Electronic, nicht gesund aus. Naja. Das nächste Event ist ja erst nächste Woche. Man muss nur nach Australien. Das ist schon okay. Hat eine Woche Zeit, sich auszukurieren. Ist alles okay. Alles okay. Ja, jetzt wieder eine Eco bei Gambit. Wir sehen zweimal Kevlar. Sonst nicht viel. P250, CZ und eben die drei Deagles. Und jetzt will man eben mal diesen Go probieren, den du meintest, der jetzt richtig schwer ist. Mhm. Nämlich schnell die Tür raus, Vent runter. Ja, und da siehst du genau die Position, die du angesprochen hast. Der Vorteil, die Türspieler einfach dann wegzuschießen und dann kannst du diesen schnellen Vent-Go halt auch viel, viel schwerer ausspielen als früher. Ja, das macht zurzeit auch für die IT-Seite so schwer, Runden zu holen, meiner Meinung nach. Also Navi legt hier ordentlich vor. Das wird sich noch ein bisschen ausgleichen, denke ich. Also durch den Wechsel von Cobblestone und das 2, denke ich, werden wir auch einen kleinen Change sehen bis zum Major, dass öfter Nuke gespielt wird. Finde ich, begrüße ich einfach. Ich begrüße es, dass Nuke mehr gespielt wird, weil die Map, wie sie jetzt steht, meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Also diese Änderung, dass man oben den Catwalk weggemacht hat, sich ein bisschen von den alten Sachen getrennt hat, die Map entschlackt, ist halt wirklich das Beste, was Valve mit Nuke machen konnte. Es gibt immer viele Leute, ja, ich hasse Nuke, die gefällt mir nicht, aber die Map ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut geworden. Nuke ist eigentlich Entschlackung. Super. Ja? Was ich aber immer noch nicht verstehe, das hatte ich gestern auch schon ein paar Mal erwähnt, ja? Hallo Cleanfeed, du machst ja Outside, oder Outside ist jetzt aktuell durch die Änderung eher viel besser anzuspielen für die Ts. Ja. Und der A-Spot, wo wir auch schon drauf eingegangen sind, ist viel schwieriger anzuspielen. Ja. Und trotzdem sind wir bei Nuclear vorher wohl jetzt auch nicht viel gespielt. Eine Verlagerung immer weiter zu den kleinen Spots, zum A-Spot, zum schnellen Halle-Ghost, anstatt Outside anzuspielen. Aber jetzt wird Outside angespielt, wenn ich schon gerade drüber rede. Und dann mal gucken, wie sie da vorankommt. Electronic, ist eine eklige Position. Ah, da ist so eine Gap, das gibt's doch nicht. Dann holt er noch einen mit der USP weg und Simple gibt das Backup, also da auch kein Durchkommen. Doja und Mo, die letzten beiden verbleiben. Also Gambit rennt gerade an jeder Position einfach nur gegen die Wand. Navi spielt das halt auch sehr, sehr gut, dass sie halt sehr schnell im Außenbereich rotieren, versuchen Raum einzunehmen, können schnell Richtung Rampe supporten, sind schnell in der Main. Also Navi hat da echt ein gutes Spiel bisher aufgezogen, aber Doja fällt in den Rücken rein. Damit konnten wir jetzt eine 3 gegen 2 Situation. Simple hat sie aber schon komplett zurückgezogen und jetzt wird es natürlich schwer. Ja, ganz schwer jetzt hier. Er hat einfach die Vorteilsposition gegen Outside. Doja dann auch bekannt durch den Backstep. Simple musste sich da eigentlich nur noch zurückziehen und dann eben die Vorteilssituation für Navi erhalten hier im 3 gegen 1. Doja ist im Zugzwang. Doja muss noch einen weiten Weg zur Bombe zurücklegen. Muss in einen der Spieler reinlaufen. Tut er am Ende auch. Keine große Wahl. 3 Waffen bringt Navi durch in die nächste Runde. Also der Outside-Go in diesem Falle jetzt auch nicht funktioniert. Einfach auch Electronic sich da eine eklige Position gesucht, hat das Backup von Simple, der gar keinen Schaden machen muss in dieser Situation. Glaube ich, einen Frag hat er da aus der Garage gemacht gegen Silo. Ja, wenn du Silo abgesaved kriegst durch die AWP, du stehst selber offensiv, dann lagen die Smokes nicht perfekt. Und dann kannst du hier einen Outside-Go auch ganz gut mal rasieren. So. 7-0. Ja, Electronic hat bisher im Außenbereich kaum Probleme und Zeus weiterhin an der Tür mit der Autoschrotze unterwegs. Ja, wir sehen Gambit bisher ohne wirkliche Chance. Netter Push da von Zeus, gefällt mir, wie die Tür spielt. Jetzt sind sie aufgesprengt. Ah, die Pumpe steht an der Tür, die muss einfach nur durchdrücken. Einfach nur rausscheuern. Hat trotzdem und lange gebraucht für den Frag tatsächlich. Das ist okay, Hauptsache der Spieler fällt irgendwie. So, oben geboostet hat man auch gerne gesehen bei Robs, aber auf Seiten von Mousebots. Und jetzt ist man durch. Also gut die Ecke gecheckt von Moore. Trent findet jetzt Zeus. Also da kann man das Duell entscheiden und Simple kriegt direkt einen Molotow vor die Füße geschmissen. Damit sind sie endlich mal irgendwo durchgekommen. Und das Richtung B. Und da legen sie auch flott die Bombe und Electronic, der wartet unten schon.
Ja, Electronic jetzt der Spieler, auf den es ankommt, nachdem er der Rampe durchgekommen ist. So, Electronic raus, hat zumindest für einen Spieler die Information. Trotzdem steht Gambit gut im Afterplant. Man hat die Bombe im Blick, man steht in allen Engels und man muss eigentlich nur abwarten. Navi muss da irgendwie Richtung Bombe kommen und das ist ein ultraschwerer Retag in dieser Situation auf dem B-Spot für Navi. Oh, das ist sehr schön gemacht. Sie wollen halt den Spieler erstmal aus der Tür rausnehmen. Aber Orbit gibt da gutes Backup. Also das Kreuz vorher mit dem Highground steht und die Runde ist vorbei. Wirklich sehr gute Ablenkung vor dem Spieler an der Tür. Gute Idee, die Tür aufzusprengen, um wirklich den Spieler rauszudrängen, weil das ist echt eine fiese Position im Afterplant. Die Deckung ist halt einfach weg. Was für mich die spielentscheidende Szene war, auch wenn es vielleicht gar so wie eine Randnotiz erscheint, ist für mich der Frag an der Rampe gegen Zeus. Ja. Weil diese Position hat in den ganzen Runden, die wir auf New Kids gesehen haben, gerade bei der Dreamhack, einfach die Position, die am meisten Schaden gemacht hat, wenn du Rampe gehst, die oft nicht gecheckt wurde, da kannst du auch noch boosten. Das heißt, viele laufen einfach vorbei, lassen sich von einem Spieler über Undercat der Rampe rein gebaiten und da wird der Schaden verursacht. Mhm. Und sie nehmen Zeus sofort raus und das eröffnet die Rampe halt instant und dann kommst du in eine ganz, ganz gute Afterplan-Position noch auf dem B-Spot. Mhm. Erste Runde für Gambit. Ja, es ist halt so eine Philosophie, wie du die Rampe decken möchtest. Das macht ja gerade Nuke so interessant. Viele Leute, ich weiß, es gibt viele Casual-Spieler, ja, und ich kann das verstehen, dass als Casual-Spieler Nuke halt nicht die beste Wahl ist, weil wenn ich... Aber es ist halt, ja auch nicht spielen, ist halt sehr, sehr schwer, Nuke zu decken oder Nuke zu spielen, wenn du halt... Es ist halt eine extrem taktische Map. Und deshalb ist die Map wahrscheinlich im Casual-Bereich auch nicht so beliebt. Wiederum, das sind zwei Philosophien, wie du die Rampe decken kannst. Ne? Entweder du machst den Rückzug, wie das gerne Astralis oder ein Kerrigan macht, ne? So die dänische Variante, oder... die Ostblock-Variante, wo du dich hochboostest. Spaß beiseite, aber es sind so zwei Philosophien, ja, wie du halt die Rampe decken kannst. Jetzt geht's erstmal im Außenbereich nach vorne. So, Gambit hat da schon wieder ein bisschen Schaden gefressen. Doge auf 55 HP, sie haben halt kaum Granaten dabei und Electronic wieder in einem guten Winkel. Auch noch die Deckung kann er hier ausnutzen. Der muss aber aufpassen, dass Gambit mit ordentlich Manpower im Außenbereich unterwegs ist. Jetzt wollen sie erstmal simpel da irgendwie abschotten von Electronic, klappt ja aber nicht wirklich. Wie kann denn Electronic da noch zwei Leute machen und Simple muss nicht mal eingreifen? Nee, aber Simple hält trotzdem natürlich Outside und das lässt Gambit hier nicht weiter vorkommen. Ja, sie können da jetzt abzielen, hoffen, dass Secret was hochpusht, aber im Endeffekt ist der Go da abgeschmettert worden von Electronic mit diesen zwei wichtigen Frags und Gambit muss jetzt schauen, wo gehst du jetzt hin? Du hast 5 Sekunden auf der Uhr, du kannst noch in alle Richtungen. Outside ist die falsche Adresse. Mo läuft da in Simple rein, der da auch ein gutes Timing hat. Ja, jetzt geht man nochmal... Ja, da haben wir schon wieder die Position, die wir angesprochen haben. Zeus bekommt da wieder das Kapital aus der Pommes raus, wie er runterzieht. Und die Runde ist eigentlich vorbei. Du merkst halt, Außenbereich durch die Änderung, wie die AWP das deckt, ist halt irgendwie mega schwer, außen durchzukommen. Auch mit Smokes. Und Smokes sind wir, wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum die Teams umgestellt haben, keine Außen-Smokes mehr schmeißen. Vielleicht, um sie sich einfach, weil sie einfach wertvoller sind in der Taktik, wenn sie Richtung A gehen oder Richtung Rampe. Von dem wir auch noch nicht viel gesehen haben. So, das ist natürlich ein easy Pick für Electronic, weil er den Schatten sieht. So, und dann macht er noch zwei Leute. Ja, das ist zu viel Schaden von Electronic, der im Außenbereich ist. Ja, das darf eigentlich nicht passieren. Aber für mich immer noch sehr effektiv, wie schnell du eigentlich in die Main reinkommen kannst. Teilweise jetzt ungesehen, weil der Cat wegfällt. Mhm. Schnell in die Main rein, schnell in den Secret rein. Da mit Tempo reingehen, ist für mich eigentlich im Moment eine der effektivsten Sachen. Rampedeckung hast du ja auch schon angesprochen. Flamey spielt jetzt eine andere Variante. Was eigentlich auch früher sehr oft gespielt wurde, als Nuke davor noch im Map-Pool war. Mhm. Dieses defensive Spielen an der Rampe, nur auf Info gehen und dann schnell zurückfallen zum B-Spot, wenn was kommt. Und die Hilfe dann nur über Undercat defensiv abstellen. Mhm. Ja, Gambit jetzt erstmal nur mit P250 unterwegs, also nichts Großartiges. Vielleicht auch eine nette Änderung, die du halt nie vergessen darfst, ist, dass die Spawn-Points ja nach vorne gesetzt wurden. Das heißt, die CT-Seite ist viel, viel schneller da. Das gleiche gilt auch für die T-Seite. Das verändert natürlich auch die Timings. Und ich finde schon, dass man im Außenbereich da einen ganz guten Vorteil hat als CT, das frühzeitig abzublocken. Vielleicht deshalb lassen sich die die T-Teams nicht mehr so sehr auf den Außenbereich ein. Wer weiß. Ne? Da müssten wir mal einfach, ich würde da gerne echt mal mit einem Mausboards drüber reden oder mit einem Gambit, warum man das... oder lieber gesagt mit dem Navi, warum man das nicht mehr macht oder mit dem Astralis. Würde mich halt echt mal interessieren. Jetzt geht's erstmal an die Tür. Ein bisschen Schaden kann da noch verteilt werden. Und somit ist es nur noch Mo. Und der ist mit der P250 nur noch unterwegs auf einen Exit-Fragger. Oder wartet auch schon simpel und die Runde ist vorbei. 9:1. Also, es heißt für Navi erstmal doch ein sehr eindeutiges Ergebnis.
Ich finde auch, das ist halt auch ein Vorteil für Navi, weil die Stühle halt genau in der Farbe sind. Das ist der große Vorteil. Wie die Hauptfarben von Navi. Ja, das ist halt Schiebung, ne? Weißt du, was ich viel, viel krasser finde, was wir bis jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, ist das Geld. Also, wir haben gerade, Navi hat Gambit gerade erstmal in die Eco gezwungen, jetzt in Forceplay gezwungen, danach würden sie sie wieder in die Eco zwingen. Und Navi hat so unglaublich viel Geld, weil sie einfach keine Waffen verlieren. Wir haben Edward auf 14, 8, Simple auf 10, Electronic auch fast auf 10. Die haben so viel Geld. So, jetzt kommt ein Outside-Push und Electronic ist schnell rausgenommen. Und das ist genau das Richtige an der Stelle, Outside-Kontrolle. Mhm. Ja, aber Secret wartet einfach Simple runtergehen, ohne irgendwas? Ja, ein bisschen kreativ. Ja, Mac denn? Oh, den Schatten hat man gesehen. Ah, Zeus kommt aber nicht schnell genug aufs Köpfchen drauf. Dafür steht Edward noch hinterher. Oh, das ist Mo, der nochmal nachzieht. So, Außenbereich wird jetzt eingenommen, ist nur noch Simple und Flamey. Flamey ist komplett eingekesselt, weil Simple da jetzt auch fällt. Flamey ist nicht auf dem Schirm. 3 gegen 1 Situation, hat noch 46 HP. Da war das Hobbit schon. Der weiß auch, dass der Spieler da irgendwo rumhängt. Schön gemacht von Flamey. Damit weiterhin die Chance, dass und klein aufs Konto zu bauen. Wird natürlich jetzt sehr schwer. Mo muss nur noch da an der Ecke warten. Flamey ist auch bekannt, dass er über die Main kommt. Dann haben sie einen im Highground stehen. Oh, schönes Pre-Fire da nochmal von Flamey. Aber am Ende reicht es nicht. Also, gut gemacht von Gambit. Die nächste Runde aufs Konto und das 9-2. Es geht doch. Es sind harte Runden, aber man holt sie sich langsam. Ja, und es war außer, was zum Erfolg geführt hat in dieser Runde. Und dieser schnelle Fracking Electronic hat da einfach schon ganz viel gebracht. Navi geht dann sehr aggressiv in die Main rein und will das unbedingt halten und verliert da 2 Spieler. Ja, und das eröffnet einen A-Spot für Gambit. Und ja, mal gucken, ob sie jetzt weiter auf Outside gehen oder, ja, man sieht schon, man geht die Richtung Outside. Man will es da wieder probieren. Simple mit der AWP kann sich da, was du auch schon angesprochen hast, immer diese ekligen Positionen suchen, weil es das AWP-Spiel durch diese Verschiebung finde ich auch geändert hat. Nee, da sieht das nicht. Aber das ist halt... Oh, was? Was? Also Simple, das geht mal gar nicht. Holy shit, Alter, was ist das denn? Das ist der 7. Counter-Strike-Sinn, von dem ich immer wieder spreche. Das ist der nächste. Ey, das ist einfach eine gute Umstellung. Und noch ein, nein. Navi geht halt hin und sagt, okay, die wollen jetzt versuchen, Außenbereich anzuspielen. Viel Spaß, komm an mir vorbei! Und dann ist es Simple, es ist der ja nicht einfach mal nur abräumt. Ja, das ist so eine gute Game-Sense. Da weiß ganz genau, wo er peaken muss. Jetzt kann Electronic aushelfen, nachdem die Smoke fadet. Und schon sieht die Runde gar nicht mehr rosig aus für Gambit. Also Außenbereich sagt... Nee, gibt's nicht. Und dann steht die Pumpe bereit mit Zeus. Gibt's noch eine AK für Lau. Und look at the money, Jitko. Look at the money. Ja, das ist absolut noch nicht mehr im Höhepunkt, weil Zeus halt ja, auf der anderen Seite sehr viel droppt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich komplett Bruch, ne? Ja. Also Navi gewinnt da die richtigen Runden, um Gambit sofort wieder in die Eco zu schicken. Puh, ja. Das scheint sehr, sehr dominant gerade. Jetzt lässt man von Outside wieder ab, halt auch auf den Grund, dass man jetzt hier die Eco hat. Ich denke, in der Eco wirklich noch das Effektivste. Entweder mit ganz viel Druck die Rampe runter und hoffen, den einen Spieler irgendwie wegzuklicken, dann schneller Plan oder halt ein Halle-Go. Ja, der Halle-Go da immer eine gute Alternative. Es ist halt echt schwer, auf Nuke irgendwo durchzubrechen, wenn du kein Equipment hast. So, jetzt versuchen sie seine Rampe. Ah, da wird aber auch gut von Flamey gegengehalten. So, lässt sich da Zeit. Jetzt kommt Simple mit und die Rampe ist eigentlich schon wieder dicht. Und das war's. Electronic nimmt sich auch noch einen mit. Und enthält man sich das ganz brüderlich auf. Wunderbar. Also Gambit hat hier echt keinen leichten Stand. Und ich glaube, sie wissen das selber. Und Navi wirkt hier halt echt vorbereitet. Die haben halt meiner Meinung nach hier echt extrem krass reingegrindet. Auf Nuke. Die haben sich und das da muss gespart. Ey, ich bin... Weißt du, auf was ich jetzt richtig Bock hab? Auf Navi gegen Astralis auf Nuke. Mit einem Schnitzel. Und der Cola. Nee, echt Bock drauf. Also die beiden Teams würde ich gerne mal auf Nuke sehen. Das ist möglich, definitiv. Erstmal Simple schießt da vorbei, dafür ist Zuster. Nee, das ist echt... Das ist echt ein Duell, das... Das hat viel, das wird viel Feuer haben. So Device gegen Simple an der AWP im Außenbereich. Ja, Bock drauf auf jeden Fall. Doja wartet an der Tür. Und Zeus hat sein Backup. Boah, er zieht da trotzdem noch direkt danach rum. Eigentlich gut gemacht vom Timing. Und trotzdem klickt Zeus da beide weg. Und der Astro ist offen. Da hast du noch den Einspieler auf dem Cat. Und wenn der jetzt fällt, der fällt aber nicht. Denn er wartet auf den Support hier von der Main. Baitet ein bisschen raus, nimmt Doja. Ach, Flamey. Aber so gut kann es auch Flamey. Also nicht nur Seas. Zieht er schon gemeinsam rum. Absolut in Ordnung. Ja, und trotzdem klickt Seas beide weg. Ja.
auch eine sehr, sehr starke Aktion, die am Ende zwar nicht die Runde bringt. Sehen wir das nochmal? Niedergesprayt? Oh ja, das ist. Es ist halt einfach. Er hat aus Versehen noch die Maustaste durchgedrückt und sofort den zweiten Spieler, der piekt, weggeklappt. Er sieht ihn halt kurz und dann zieht er einfach rüber. Ha, einfaches Ding dafür siehst. Easy peasy. Easy peasy. Ja, trotzdem, bisher nicht wirklich eine grandiose Partie von Gambit. Wie gesagt, es ist halt echt in der neuen Meta mega CT-lastig geworden. Weil ich glaube, die T-Seite einfach nicht darauf vorbereitet ist, was sie hier spielen soll. Ich habe Gefühl, langfristig wird es immer noch ein CT-Map bleiben, klar. Aber deutlich mehr in Richtung T kippen, so wie die Map jetzt aufgebaut ist. Genau. Aber also, es dauert halt Zeit. Ja, wie gesagt, Teams sich darauf einstellen. Da fehlt halt natürlich auch die Vorbereitung. Und Vorbereitung ist immer so eine Sache. Viele Teams haben einfach nicht die Zeit, wenn ich 3 Wochen unterwegs bin auf Turnieren, dass ich mich dann auch auf eine neue Map vorbereiten kann. SK Gaming hat das immer des Öfteren gesagt, zum Beispiel Fallen, dass sie einfach gerne Nuke spielen würden. Ja? Zeit zum Aber keine Zeit zum Pracken und ja, da hast du halt ein Problem damit. Dann nimmst du halt lieber die sichere Variante, dann spielst du halt lieber Mirage, ne, zum Beispiel. So, erstmal gutes Timing da von Zeus, in den Rücken gefallen und dann holt er sogar noch den Spieler Nummer 2. Dann ist nur Redren und der sneakt an der aufgesprengten Tür nach vorne. Aber der Reflex sitzt und da wollte Edward eigentlich schon fast hier aufs Knife gehen. Ja, es ist das 13-2, das ist natürlich eine eindeutige Hälfte. Ja, lieber Australier, was sagen Sie dazu? Ja, sicherlich, das wäre eine super Map wieder. Ich habe mich gefreut, wie Navi da wieder eingespielt hat, das ist super. Ja, ein Game, ich weiß nicht, was man in der zweiten Halbzeit noch machen kann. Also da kann man durchaus noch mal ein bisschen rangehen. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze da entwickeln kann. Ja. Bitco, Einsatz verpasst. Ja, du hast halt gerade, ich war gerade so paralysiert von deinem geilen Akzent. Aber wir gehen gleich zurück auf die nächste Map. Aber erstmal gucken wir uns noch ein bisschen die Teams an, oder? Machen wir das? Ja, wir gucken uns ein bisschen die Teams an. Oh, jetzt geh rüber zu den Teams, Mann. Was labert der denn? Na, guck, endlich. Endlich. Ja. So kann man die Halbzeit überbrücken. Ja, wir haben halt die ganze Zeit schon, weil das Spiel halt so eindeutig war und wir auch so viele Eco hatten, konnten wir halt so viel schon drüber reden. Dass du in der Halbzeit eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen musst. Ja, deshalb gehen wir mal unser Hashtag ein und zwar Prost, Jungs. So, Prost. Der Potzleck hat wieder was eingeschickt. Schönes Radler, Alter, naturtrüb. Bester Mann, ohne Witz. Naturtrübes Radler, einfach geil. Zurück zum Spiel. Also, wir sind wieder da und es geht auch direkt weiter. Und Zeus fängt erstmal gut an der Tür an. Zeus und Simple da direkt rausgenommen. Die Bombe liegt noch hinten. Doja gibt ihm da das Backup und Edward sucht zusammen mit Electronic natürlich neue Möglichkeiten im Außenbereich und an der Rampe. Netter klickt auf jeden Fall erstmal von Electronic. 3 gegen 3 Situation. Ja, die Bombe wird jetzt gepickt und Gambit hat eine Lücke. Und die ist eindeutig an der Rampe. So, Zeus versucht jetzt dafür, den Raum Richtung Lobby einzunehmen. Und jetzt versuchen sie, Zeus zu holen. Zeus ist bekannt. Ja, jetzt überlegst du natürlich, okay, wie finden wir den Spieler? Wenn der Spieler so weit vorne ist, dann muss eine Lücke auch irgendwo auf dem A-Spot sein. Ja, aber Zeus lässt sich da an der Tür nicht vernaschen. Für Zeus war es auch erstmal eine gute Information, weil er da nicht gefallen ist. Doja bekommt dann hier den eigentlich gut geplanten Zugriff über die Main unterbrochen und so kann der letzte Spieler da auch nichts mehr machen. Und Gambit hat die Pflichtrunde geholt, muss man schon fast sagen, mit der Pistol Round. Ja. Aber auch ein sehr schöner Push da von Zeus. Also sie verlieren halt die Rampe. Und das ist auch sehr beliebt auf der CT-Seite, dass man dann auch versucht, weiter nach vorne zu gehen. Das ist absolut legitim, weil du willst ja auch den Raum wieder haben, auch dieses Informationsspiel dann pflegen. Ich komme nicht mehr drauf klar, wie auf diesen XM-Rot geholt wird. Sorry. Ja, es ist absolut okay. Ja, es ist eine perfekte Waffe, um die Tür abzudecken. Das hat Mohn da gesehen? Ich glaube, doch, er hat ihn gesehen. Geht auch nochmal rum. Also, Electronic an der Scout im Außenbereich. Jetzt geht Simple erstmal nach vorne mit der Deagle. Zusammen mit Electronic natürlich ein leichtes, wenn die Scout einmal anschießt, muss die Deagle nur einmal treffen. Nochmal die Nate hinterher. Oh, nette Nate auf jeden Fall. Das gibt Kopfschmerzen. 2 Aspirin bitte für Electronic. Und ja, man versucht jetzt über den Außenbereich geschlossen nach vorne zu kommen. Oh, Mo, der hat da ganz, ganz schlechtes Timing. So oft fast drauf mit der Scout, könnte so viel Schaden machen. Ah, ja, und Navi frisst zwar Schaden ohne Ende, aber es stirbt kein einziger Spieler. Hobbit mit der MP9, der könnte jetzt sie alle abfarmen. 1, 2, super Geschosse mit der MP9.
und siehst, er rettet da das Leben von Mo und Simple und Edward, die beiden letzten. Edward noch mit einem Deagle-Click und 1 AP. Haut doch mal die 99 Damage in den Chat hier. Ja, Simple. Wenn einer mit der Deagle sowas klatscht, dann er, aber auch das. Oh, die XM haut er dann nochmal weg. Doja trifft er irgendwie gar nicht. Nicht so geübt an dem Gerät wahrscheinlich. Aber Seast macht es, war trotzdem teuer geworden. Ja, es war auf jeden Fall teuer. Viel, viel Schaden da verteilt. Auf Seiten von Navi. Da ist kein Alkohol. Der Chat ist sich einig. So, 13 zu 4. Gambit wieder auf der Suche nach der nächsten Runde. So, Navi hat Blut geleckt. Die gehen jetzt in den Force Buy so ganz leicht rein. Ja, man investiert jetzt halt ein paar Waffen und ein paar Pistolen. Man weiß, dass Gambit viel einstecken musste und dass das halt ein riesen Reset-Potenzial hat. Und sie kommen über den Außenbereich durch. Also sie gehen eher auf diesen Old-Fashioned-Way, versuchen im Außenbereich abzusmoken und gehen Richtung Secret runter, um einfach mit Masse das Secret auch einzunehmen. So, da wartet Zeus, der muss aufpassen. So, da kommt der erste Contact, das Kreuzfeuer steht, Zeus setzt an. Zeus holt zwei raus, schmeißt nochmal Molotow vor die Füße, damit der Raum erstmal dicht und es kommt ein zweiter Spieler ins Aquarium. Damit haben sie zumindest den Spot so weit dicht, dass Navi hier eigentlich nicht mehr weiterkommt. Ja, aber jetzt hochschieben auf den A-Spot wäre genau der richtige Call, um das Ganze wieder zu outplayen. Wäre natürlich schwierig, da ungesehen hochzukommen. Ah, Mo, was für ein geiler Shot. Electronic und Zeus beide noch auf Low AP hier. Ganz schwierig jetzt hier, die drei letzten Spieler von Gambit da irgendwie noch in Bedrängnis zu bringen. Schnell auf A hoch, den Spieler wegholen, Bombenplant, vielleicht nur die beste Alternative. Aber man hat mal diesen Outside-Go probiert. Mhm. Es kostet unglaublich viel Smokes. Ich glaube, du musst 3 Smokes werfen, um im Prinzip einen sicheren Weg zu haben zum Secret. Trotzdem finde ich immer noch eine gute Alternative, um erstmal safe Raum nach unten einzunehmen und dann hast du von dieser Position halt immer noch alle Möglichkeiten, wie du den B- oder A-Spot dann anspielst. Ja, also, Electronic und Zeus. 20 Sekunden auf der Uhr. Jetzt so langsam muss etwas passieren. Ja, Bombenplant wäre nochmal super. Sie haben noch eine Smoke dabei. Da wartet Mo schon. So, geht durch die Tür. Erster sitzt. Ja, zweiter nicht, aber da kommt der Backstep. Und Hobbit zieht einfach rein. Danke für die M4. Aber wirklich sehr, sehr schön gespielt. Also man reagiert direkt mit einem Kreuzfeuer unten an den beiden Treppen Richtung, Richtung Secret. Und von da aus hat man natürlich ein ideales Kreuzfeuer, um sowas abzufangen. So, da kann Zeus reingehen. Der weiß, okay, das wird brenzlig. Zieht sich zurück, schmeißt nochmal einen Molotow und hat direkt eine Rotations-Backup. Wirklich sehr, sehr gute Rotationswege von Gambit. Die Rampe ist dicht. Man geht dann auch den Gamble ein, EAA aufzulassen, wenn man so viel gecallt hat. Und macht direkt nach unten dicht. Und das war das Erfolgsrezept für Gambit, damit das 13 zu 5. Ja, diese Rotationswege hatten wir, glaube ich, auch schon gestern beim Gambit-Spiel gegen Cloud9 angesprochen. Ist einfach was bei Gambit sehr, sehr gut funktioniert. Supporten, Refrax setzen, schnell rotieren. Das sind ihre Qualitäten und deswegen haben sie auch gute Möglichkeiten, hier noch einige Runden zu holen auf der CT-Seite. Wenn nicht sogar das Spiel vielleicht nochmal in Comeback zu treiben, nachdem Navi eigentlich sehr viel Momentum mitgenommen haben muss hier aus der ersten Halbzeit. Es soll wieder Richtung Rampe gehen und da deckt man dieses Mal zu zweit. Also das Crossfire an der Rampe jetzt hier über Catwalk und über unten Rampe-Position. Ja, Mo, nimm zwei Frags, das ist okay. Die AWP will man aber nochmal haben. Na, die bekommt man auch, plus eine AK. Also, Simple bleibt da zwar erfolglos, aber man gewinnt den Clash an der Rampe. Muss da natürlich ein paar mehr Leute abgeben. Aber wir dürfen nicht vergessen, Mo hat hier ein 3K hingelegt. Und ermöglicht seinem Team dadurch, ja, das Leben etwas leichter auf die Schulter zu nehmen. Also hätte er da kein 3K bekommen oder nur einen, würde es echt böse aussehen für Gambit in der Runde. So können sie das Ganze nochmal ein bisschen klimatisieren. Und Navi ist an der Rampe bekannt. Und das decken sie auch hier wieder ganz gut ab. So, jetzt werden die Waffen getauscht. Man hat die AWP erstmal weggeschmissen und tauscht jetzt nochmal die Rifles. So. Natürlich in einem 3 gegen 2 auf jeden Fall eine bessere Alternative, auf die Rifles zu gehen. Sie haben noch zwei Flashbangs dabei und der Tran deckt hier an der Tür. Super gemacht von der Tran und der zweite hinterher wird dann noch gegen die Wand gedrückt. Und die Runde ist vorbei. Also, gute Rotation wieder von Adren & Co. Und Navi findet hier keinen weiteren Weg Richtung Spot, die Bombe zu legen. Da sehen wir noch von Mo. Das 3K, wirklich sehr schön reingepiekt. Simple hatte auch nicht wirklich großartige Chancen. Ja, und das war so der kleine Star der Runde. Ja, definitiv. Und auch, wenn du den Support gesehen hast, dass sich auch zu zweiter in der Runde so an der Rampe aufzustellen, ist einfach das Beste, wie du es halten kannst. Ich denke, vielleicht sogar nochmal die Position in den Kisten
Plus Undercat vielleicht sogar noch ein bisschen ekliger. Auch wegen dem Bait, den du dann hast. Gambit will jetzt auch ein bisschen das Outside-Spiel kontern, denn Navi hat ja jetzt auch schon zweimal Outside angespielt. Und deswegen positioniert man sich da im Secret, um dann vielleicht mit Outside zusammen da auch wieder gut Treasure zu machen von zwei Seiten. Und Navi. Da klappt das erste Mal für Hobbit. Damit bekommt man einen Entry-Frag. Ja, und wir haben Navi, die eigentlich einen im Außenbereich durchschicken wollten, so ein bisschen auch, um Attention zu ziehen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. So, jetzt versucht man über die Tür rauszukommen, steht mit zwei Leuten bereit. Doja auf dem High Ground, ficht sich den ersten raus, Simple mit dem Refrag. Atren wartet im Vent. Aber man versucht wieder einen im Außenbereich durchzuschicken, sogar einen zweiten übers Dach. Und das könnte sogar die Möglichkeit sein, die Maid zu supporten Richtung Main und dann den Go Richtung A zu wagen. So, das ist aber noch ein kleiner Bait für Seast, der jetzt hinten Richtung Vent wartet, aber die Gefahr lauert auch in der Main. Wie gut kann Seast das Ganze jetzt verteidigen? Es wird auf A draufgehen, kostet es, was es wolle. Ja, rauf geht es für Edwards! Der bekommt den Frag, beziehungsweise Flamey bekommt ihn da in Kombination. Hobbit da noch eine eklige Posi am Heaven, die wird erstmal nicht gecheckt. Der bekommt einen, Refrag sitzt, dann bekommen wir ins 2 gegen 2. A-Spot ist erstmal sauber für Navi, 20 Sekunden auf der Uhr. Man geht zusammen hier scheinbar über Cat hoch bei Gambit. Ja, beide oben, Simple hat zumindest einen gesehen. Und jetzt weiß man auch von beiden. Flamey geht da gut rum und bekommt den Frag gegen Adrian nicht rein. Simple Nummer 1 und dann der Refrag von Adrian und wieder eine Runde für Gambit. Und das mittlerweile Nummer 7. Ja, sehr schön gemacht von Gambit, da sich gemeinsam Richtung Heaven aufzubauen. Eigentlich eine sehr gute Lücke, die Navi da erkennt, weil man halt nur mit einem Richtung Secret abgedeckt hat, den man halt versucht hat durchzuschicken. Dann kommt außen kein Kontakt mehr. Dann zieht sich Gambit halt von diesen Bereichen auch zurück. Und beziehungsweise deckt das sehr defensiv. Und das ist natürlich ideal für den Spieler, der oben auf der Main sitzt, reinzutroppen und dann sich aufzubauen. Weil da einfach die Lücke ist, die von Gambit nicht geschlossen wird. Und so haben sie halt die Chance, auf den Spot zu kommen. Das sieht halt sehr, sehr alt aus. Aber dieser Retake hat halt sehr gut geklappt. Ich bin immer ein Fan davon, zu zweit zum Beispiel Richtung Heaven hochzugehen und die Position einfach im Refrag verhalten. Und dann auch im Retake zusammen auszuspielen, weil du halt auch noch einen dicken Vorteil hast, wenn du halt auf der oberen Ebene stehst. Ja, ich denke, das ist die eine Variante, dass du sagst, du gehst zusammen über den Heaven, nutzt diese Position von oben. Andere Alternative natürlich, schnell noch den anderen über die Main zu schieben. In dem Fall, glaube ich, wenn Flamey da schnell den Frag-Kick gegen den ersten Heaven-Spieler, ist es fast nicht mehr holbar, der Clutch für den zweiten. Ja, das ist eine Philosophie, wie du den 2 gegen 2 Retake anspielst. In dem Fall klappt es aber für Gambit, da zwei Leute hochzuschicken. Um ganz kurz auf den Chat einzugehen. Ich glaube, da wird seit 10 Minuten darüber diskutiert, ob Radler jetzt Alkohol ist oder nicht. Ja. Auch interessant. Viel Spaß beim Weiterdiskutieren. Sehr schön. Ja, rein geht es auf jeden Fall schon und das schon lange in diese Runde. Und Doja macht da ganz viel Schaden, zumindest zwei. Aber dass sie gar keinen Impact kriegt, sind wir im 3 gegen 3. Adrian, oh, der hat ein bisschen Glück gehabt, dass Usta in dem Moment nicht hinguckt. Oh, in der Main, da muss man aufpassen. Aber da er steht nämlich im Hobby. Ja, er kann nicht richtig pieken, das Risiko ist halt sehr, sehr hoch, kann hier im Nachgang nochmal rumgehen. Absolut okay, Simple deckt weiterhin den Heaven ab. Diesmal ein gutes Timing-Gewicht. 2-gegen-2-Situation. Sie entscheiden sich wieder gemeinsam über den Heaven das Ganze auszuspielen. Und diesmal sind sie wohl drauf vorbereitet. Simple auch in der besseren Position, um da Richtung Heaven rumzugehen. Findet den ersten. Und zusammen mit Edward versucht man es jetzt einfach runterzuspielen. Hier ist das Positioning viel, viel besser für Navi. Man wirkt drauf vorbereitet. Und am Ende ist es auch die Runde für die T-Seite. Und da ist sie endlich. Navi geht auf Runde Nummer 14. Damit nur noch zwei Runden vom Sieg entfernt auf Nuke. Ja, es ist das erste Lebenszeichen auf der D-Seite, was Navi hier setzen konnte. Ja, es ist immer noch genug Zeit für Navi, um diese starke CT-Hälfte zu belohnen und damit das Spiel zu holen. Ja, aufpassen, dass man nicht weiter viele Waffen verliert, denn so viel Geld ist dann auch nicht mehr da bei Navi und dass man da in Ekos kommt und dann Gambit viel machen kann. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Gambit immer viel Schaden eingesteckt hat von Navi und das ist jetzt nicht hier ein kleiner Eco-Buy, das ist ein absoluter Full-Buy. Sie sind komplett runtergeforst. Nächste Runde wäre eine Eco. Das heißt, holt Navi jetzt hier Gambit die Runde weg, dann ist es fast schon GG, weil Gambit hat nichts mehr für die letzte Runde. Ja, da muss man die CZ auspacken. Das kann hässlich werden. So, erstmal hier gut von Electronic aufgepasst. Das gefällt mir persönlich
gerade extrem gut, dass Navi in so einer Runde, wo Gambit kein Geld hat, einfach versucht, den Außenbereich anzuspielen, weil du halt nicht gegen diese Rifles im Außenbereich kämpfen musst, sondern auf Close Distance gegen Pistols. Da ist der Außenbereich nie eine gute Alternative, damit Pistols abzudecken. Das macht man auch nicht gerne auf Nuke. So, jetzt fällt der Dren hier nochmal in den Rücken rein, nimmt die Bombe, bekommt nochmal eine AK in die Hände geschmissen und damit kann er das Game nochmal aufreißen. Man steht aber schon der Mac bereit. Oh, und jetzt hat man sich verraten und nochmal den Headshot gesetzt. 15 HP, das kann Edward easy peasy abstauben. Jetzt ist es noch Mo und der wird von beiden Seiten einfach in die Mangel genommen. 15 zu 7. Also, Navi kurz davor. Map Nummer 1 für sich zu beanspruchen. Das ist natürlich auch ihr Pick, das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt heißt es für die Jungs von Gambit nochmal alles in eine Schale reinschmeißen. Alles Geld in den Feuertopf und dann Abfahrt. Ja, und mal gucken, was kommt da raus. In den Feuertopf kommt, da kommt eine CZ raus und noch eine CZ und noch eine CZ. Einmal 5-7 bei Doge und eine Deagle. Ein ganz kleines bisschen Equipment ist auch noch mit dabei. Und Navi macht das gleiche wie in der letzten Runde. Wir spielen Outside an, wir haben den Vorteil mit den AKs, gehen da gar nicht erst irgendwie auf einen Halle Go oder so und laufen da ein paar CZs rein, die sich auf der Pommes da vergnügen. Nein, wir bleiben genau bei dem gleichen Schema, was eben gerade funktioniert hat. Und das sind sehr, sehr gute Möglichkeiten für Navi hier. Irgendwie 16-7, das wäre ein deutlicher Sieg und das wäre der Lohn für diese starke CT-Seite, die Navi hier gezeigt hat. Und zeigt halt auch, dass die Runden, die Gambit geholt hat, oft knapp waren, dass man hier so schnell ein Money Broke setzen kann und Gambit hier jetzt schon in dem in die Force Buy zwingt mit 15-7. Mhm. So, Edward im Außenbereich schon durch. Wie gesagt, es ist sehr unbeliebt, den Außenbereich nur mit CZ zu decken, ist gerade extrem undankbar. Deshalb fokussiert man sich eher auf den A-Spot oder Richtung Secret. Oder wie gesagt, hier an der Rampe irgendwo Close Distance, wo man dann halt mit der CZ sich einen Vorteil erarbeiten kann. So, Flamey kann den ersten Spieler an der Rampe callen, weiß, da steht auch eine CZ. Und ihm gehört eigentlich fast die komplette Map. Ja. Navi hat jetzt freie Wahl, wohin es gehen sollte. Die müssen halt nur aufpassen, dass sich nicht auf Close Distance irgendwie abfischen lassen. So, jetzt gibt es einen Split über High Ground und über die Main. Und da wird Doja noch ein bisschen gegenhalten. Zeus mit dem nächsten und dann war's das. Oh, das GG, war's. Well played. Navi holt sich hier eindeutig die Map, liegt aber auch daran, wie gesagt, auf der neuen Nuke, die Teams auf der T-Seite noch nicht wirklich richtig eingespielt. Muss man einfach sagen, das fällt so krass auf, auch in der Pro League. Und deshalb eine Knife Round, die hier bei der Dreamhack ausgekniffelt wird vor jedem Spiel, ja, immer absolut wichtig. Und so konnte Navi hier halt auch auf der CT-Seite gut vorlegen. Also, GG World Plate, damit holt Navi ihren Pick. Es geht dann auf Map Nummer 2, das wäre dann Train, der Pick von den Jungs von Gambit. Ja, was würdest du sagen? Kann Gambit das runterschlucken? Also, ich denke mal, in dem Moment, wo sie gesehen haben, dass Nuke drankommt, war es für sie schon relativ klar, dass das ein richtiges Brett wird und dass sie da damit rechnen müssen, dass hier nicht viel für sie drin ist. Und sie müssen das hier schlucken und sie müssen hoffen, dass sie auf den Maps, wo sie was reißen können, jetzt wirklich volle Pulle geben und Navi da in die Knie zwingen können. Es wäre für mich interessant gewesen, wenn Navi auf T hätte starten müssen, wie diese Map verlaufen wäre. Ja, das werden wir aber leider nicht erfahren. Vielleicht noch gegen Astralis. Das wäre so mein persönliches Highlight heute. Wenn Astralis weiterkommt und Navi. Das wäre dein Wunschfinale. Und dann spielen sie Nuke, ja. Also da hätte ich richtig. Da hätte ich Map in der dritten. Da hätte ich richtig Bock drauf, ganz ehrlich. Aber ich bin sehr gespannt, weil Gambit halt auch ein sehr starkes CT-Team jetzt auf Train ist. Und da dürfen wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Train haben diese Space Soldiers 16-7 besiegt, Liquid 16-14 besiegt, Cloud 9, guck nochmal kurz, 16-7 besiegt. Also wenn ein Team auf Train gerade Navi einfach mal weghaut, dann ist es Gambit. Aber vergesst nie Simple und Flamey an der Doppel-AWP. Bleibt dran, es bleibt spannend. Bis gleich.